Und ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Beim letzten Mal haben wir Zanto im Reich der Schatten besiegt. Wo bin ich denn hier jetzt? Ach, bei der Spiegelkammer. Alles klar. Ja, den haben wir beim letzten Mal besiegt. Jetzt können wir theoretisch schon zum Schloss Hyrule gehen. Allerdings ist das jetzt gerade nicht mein Plan. Ich möchte erstmal ein paar Sachen nachholen. Und zwar möchte ich die verbliebenen Herzteile einsammeln. Bei den Geistern mache ich das nicht, weil, naja, ich weiß nicht, muss nicht sein. Ich muss mir eben schauen, wo hier am praktischsten was zu verbinden ist. Wir warpen uns erstmal zur Alienbrücke. Nicht da, sondern da. Wir machen erstmal die Sachen, die irgendwie beisammen sind. Ja, hoffentlich habe ich mir alle richtig aufgeschrieben. Ich musste die nachgucken, weil man kann sich nun mal nicht alles merken. Ich hoffe mal, ich habe alles richtig nachgeschaut. Und es ist alles noch da. Oh, natürlich. Ah, hallo, ich habe was für dich. Hier steht auch der Absender. Maromarkt, sagt dir das was? Maromarkt, ja. Ah, okay. Mir fällt es wieder ein. Aber da müssen wir eh noch hin. Wir haben denen ja haufenweise Geld gespendet, damit die einen neuen Laden aufmachen konnten. Aus. So, ich meine, hier mussten wir, ich muss mal auf der anderen Seite gucken. Es geht nämlich erst, wenn man die Brücke repariert hat. Ich meine, wir hätten den schon gehabt. Das Herzteil hätten wir schon gehabt. Ich muss aber mal eben nachschauen. Und wenn wir es schon hatten, dann ist es nicht so schlimm, weil hier gibt es noch genug anderes Zeug. Aus. Schauen wir mal. Darüber. Da oben müsste es gewesen sein. Ja. Es ist dann halt die Statue rüberholen. Richtig. Ja, das wird sein. Okay. Dann hatten wir das schon. Zum Glück habe ich mir, wir uns fehlen noch 13. Ich habe mir 14 aufgeschrieben. Ich hoffe mal, dass jetzt alles passen wird. Wir haben dort oben mal eine Höhle freigelegt. Und nun schauen wir mal, ob wir da irgendwas bekommen können. Ich frage mich, warum da ein Greifhakenpunkt ist. Naja, wird schon alles seine Gründe haben. Aber den Greifhaken, den brauchen wir jetzt auch. Und zwar haben wir den da. Mittlerweile schon den Doppelhaken. Ist doch ein Haken an der Sache. Können wir sowas hier eigentlich auch mit dem Ding klein machen? Tatsächlich. Direkt mal gesagt kriegen. 10 Rubine, ja, ist klar. 20 Rubine, ja, ist klar. Der Beutel wird schon wieder voll. Das ist ja schön. So, was ist denn, wenn ich jetzt da dran? Ah, okay. Dann war es also diese Höhle. Wie komme ich denn da hin? Oder komme ich von hier aus nur wieder hoch? Das könnte natürlich auch sein. Weil ich bezweifle, dass ich darüber springen kann. Ich komme da bestimmt wieder raus. Halt. So. Also, in dieser Höhle, die dort oben auf diesem kleinen Pfad ist, soll sich. Ah, muss ich noch mal näher ran. So, das. Mein Gott. Hätte das Ding nicht länger konstruieren können. So. Ich komme gleich noch mal zum Satzende. Hier hinten ist eine Höhle. Da haben wir uns noch mal umgesehen. Wir haben hier, glaube ich, ein Goldinsekt eingesammelt. Dort oben ist es, genau. Und hier drin soll sich noch ein Herzteil befinden. Und wir schauen mal nach, wo das ist. Und ob das auch die richtige Höhle ist. Boah, ist ja warm hier. Hm, sieht richtig vertrauenserweckend aus. Warum ist das so heiß?
Nein? So. Aus. Ach, du dicke Sei. Typis. Ach, je. Okay. Tun wir unser Bestes. So. Halt, auf. So. Link macht einfach Quickscopen. Wir haben ja genug Pfeile. So. Hier unten irgendwo. Vielleicht dort. Oder nicht dort. Oder dort. Ja, einfach mal runterstürzen und nachschauen. Hui! Alter, es geht aber tief hier. So. Da ist eine Bestie. Wir schlagen die Bestie. Und dort ist... Ja, sind 20 Rubine. Alles klar. Das für unseren Geldbeutel. Dann gehen wir mal hier weiter. Da unten ist es bestimmt. Müssen wir uns da nochmal runterstürzen? Mir fällt gerade keine andere Möglichkeit ein. Okay, dann gehen wir nochmal zurück und da runter. Also hier hin. Richtig? Okay. Boah. Ah! Oh, ich Genie. Ja, geil. Lief super. Machen wir nochmal. Ich Genius. Ja, dann... Hopp. Die Wesen ist noch tot. Nein, natürlich leben die auch wieder. So. Machen wir es halt schnell. So. So. Feistes Viech. So. Aus Ende. Da ist der Höhlenausgang. Und hier befindet sich... hier befindet sich... Tadaradai! Ein Herzteil. Juhei! Was ist denn da? Das ist bestimmt Rubine oder sowas, aber die können wir auch mal mitnehmen. Zip. Zip. Also ich versuche nach Möglichkeit aller Herzteile, wenn es nicht zu extrem wird, in einem Paar zu holen. Für die Leute einfach, die sich nicht so dafür interessieren, wie wir hier Herzteile einsammeln. Ey, 100 Rubine. Hooray. Dann ist der 1000er Beutel ja bald wieder voll. Schon mal die ausrüsten. Dann als nächstes, da haben wir noch ein bisschen was. Oh, da kommt ein richtig spaßiger Teil, das kann ich jetzt schon sagen. Und zwar dieses Vogelfiech-Spiel mit den verkackten Erdbeeren. Da dürfen wir auch noch mal dran teilnehmen. Nein. So. Einmal darüber. Dahin. Danke. Das muss ich mal eben nachschauen. Statue, Höhle. Eldenbrücke, östlich. Östlich der Eldenbrücke. Soll etwas sein. Hier? Sieht schlecht aus. Osten ist doch rechts hier, ne? Ja.
Wir versuchen einfach mal hier lang. Ich kann mir auch schon ungefähr denken, wo hier was ist. Aber wir schauen mal. So, hier lang. Gott. Das ist langwierig. Na. So. Hey. So. Aha. Na also. So, hier ist nämlich etwas. Das machen wir eben. Ich glaube, da waren wir auch schon mal hingegangen, aber wir haben hier nichts gefunden, weil ich zu dämlich war. Und zwar kann man sich hier durchwühlen. Warte, warte mal, den müssen wir ja wegbomben. Tschö. Three of a kind. Sehr schön. Dann nehmen wir uns das auch direkt mal mit. Tapadadau. Noch eins, dann haben wir wieder einen Herzcontainer und empfehlen uns noch 10. Wir sind auch schon in der passenden Ecke fürs nächste. Ich hoffe mal, das geht ein bisschen fixer. Ja. Oh, fuck. Falsche Seite. So macht man das. So, und weg. Und zwar müssen wir jetzt noch einmal in das vergessene Dorf. Dort habe ich ja gesagt, gab es vom Hühnerchef noch eine Aufgabe. Den konnten wir beim letzten Mal nicht ansprechen. Weiß der Himmel warum. Die hat auch noch eine kleine Aufgabe für uns und ich hoffe mal, dass wir sie hinkriegen, weil die ist echt... Ja, hallo Kätzchen, mit euch befasse ich mich noch. Was bist du denn? Ja, ein Kätzchen? Überall Kätzchen. Lass uns spielen, alles weiter, erklärt der Boss der Hühner. Ja. Wo ist denn der? Ach, ich glaube, der war im Hinterhof vom Dings da. Ja, mit der Ruhe, meine Kleinen. Aua, erstmal schön gegen da, ja. Du bist der Hühnerboss, richtig? Wie hast du denn hierher gefunden? Das ist ein vergessenes Dorf. Wir haben hier 30... nein, maximal 20 dürften es sein. Jedenfalls haben sich ein paar der Katzen, die früher hier lebten, wieder im Dorf angesiedelt. Ich denke, es dürften nicht so viele für dich sein. Könntest du dich ein wenig mit ihnen beschäftigen? Ja. Du bist ja richtig nett. Du musst einfach mit allen Katzen hier einmal reden, damit sie sich nicht so einsam fühlen. Aber wenn du das Dorf verlässt, bevor du denn mit allen geredet hast, musst du natürlich wieder von vorne anfangen. Ach ja, du musst auch noch wissen, wie du mit ihnen reden kannst. Du musst sie von der Seite ansprechen. Also, alles klar. Ja, 20 Katzen finden und anlabern. Ah, diese Mucke. Schön. Katzen, 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 Katzen. Epic. Nur eins. Nein. Nummer zwei. Nummer drei. Dum, 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 dum.
Nummer 4. Nummer 5. Wow, hey. Dann wahrscheinlich noch hier. Genau. Nummer 6. Ist hier noch jemand? Sieben. Acht. Boah, wo sind denn alle? Ist da oben noch eine drauf? Ach, wir müssen wahrscheinlich da hoch. Moment. So, halt. Klappt ja super. Komm ich irgendwie anders da hoch? Ich muss hier doch irgendwie hochkommen. Ja, okay, wir versuchen es irgendwie anders. Ich hatte mal schon, ne? Was soll ich denn da hin? Ach. Hatten wir schon? Wir kennen uns doch. Okay. Nummer 9. Ich habe auch schon. Ja, okay. Hier wird auch irgendwo auch noch eine, oder? Nummer 10. Ja. Da irgendwo noch eine. Offenbar nicht. Dann. 11. 12. Das Rad hat da oben, aber da ist nix. Ja, denn da hochkommen? Da werfen sich Zweifel und Rätsel auf. Hühnerboss, sonst niemand. Okay. Ich wüsste auch gerade nicht, wo man hier hochkommt. Irgendwo. Im ersten Haus hier ist noch wer. Eins, 13. Ah! 14. Soll ich denn da rüberkommen? Ja. So schon mal nicht. Oder? Das muss doch eigentlich so gehen. Sollen das anders funktionieren? Oder? Bin ein bisschen überfragt. Ja, das hätte vielleicht funktioniert, wenn ich mich vernünftig angestellt hätte. Ich glaube, wir machen das doch in mehreren Parts. So, da vorstellen. Das gibt es doch nicht. Habe ich da irgendwas nicht bedacht? Nee, da muss doch irgendwas zu machen sein. So schon mal nicht. Ja, vielleicht, wenn ich mich so von hier aus... Mann! Das ist doch echt ein Jammer.
Gibt's nicht. Ach, Mann! Wie soll das funktionieren? Geht alles nicht. Da werfen sich Fragen auf. Aha. Da wo ein Bug seitens des Spiels. 15. 16. Langsam wird's tricky. Halt! Im Nachschauen, ist hier denn jemand? Ja, dann kommen wir nur zum Hinterhof. Uns fehlen noch 4 Katzen. Oh Mann. Die hatten wir. Die kommt von hier. Auf der anderen Seite vielleicht noch. Ja, ja. Ja. Hier ist nichts. Hier hinten, na, hinter der letzten Ecke, natürlich. 17. Hier muss man echt alles abgrasen, damit man auch wirklich alle Katzen findet. Da nicht. Da hatten wir auch schon alle. Hier in der Ecke. Okay, die hatten wir auch schon. Hier hinter der Dingens vielleicht noch was. Hey, Pfeile. Eine Katze. Ein Herz. Die hatten wir hier auch schon. Hier ist nichts. Hier hinten auch nicht. Mal eben alle Mitte durchgucken. Kämmer. Kämmer auch. Halt, halt, halt. Okay. Lass mich nach vorne gucken. Ja, haben wir auch schon. Jetzt gehen die Optionen aus. Dort oben vielleicht, aber ich wüsste nicht wie. Können wir auch schon. Hier ist keine. Der Seite. Die können wir auch. Ja. Ist ein blödes Spiel. Muss man ja mal so sagen. Ja, klappt 1A. Hier unten vielleicht noch eine. Das sind nur die oberen beiden, ne? Das Fenster, mehr nicht. So, 1, 2, nochmal eben checken. Hatten wir. Ich weiß auch nicht, wie man da hochkommen soll. Ah, warte mal. Das wäre ganz tricky. Nee. Okay. Ich dachte, vielleicht müsste man sich noch ins Haus reinbuddeln oder so. Das wäre ein bisschen arg gemein. Ja. 3 Katzen noch. Was? Ja, die hatten wir. Die hatten wir beide, ne? Ja, okay. Die da hinten hatten wir. Die hier vorne hatten wir auch. Ja, langsam wird es echt. Kennen wir auch. Hm. 3 Katzen noch. Wo sollen die denn sein? Verdammte Axt. Ja, ja, ja. Ich wollte nur eigentlich nur sprinten. Kämmer, 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 kämmer.
Ich guck nochmal oben. Obwohl, warte mal. Da können wir nicht durch. Nur der Hühnerboss. Was sagt der eigentlich? Eine Katze. Hey, 5 Rubine. Mal eben oben gucken gehen. Ich hätte doch bitte einfach mal vernünftig da hoch. Mein Gott, ich hab... Ich bin echt von diesem dämlichen Tischer jetzt. Boah, da kriegst du die Krise dran, das gibt's doch nicht. Dreh dich um. So. Mein Gott, kann ich den nicht irgendwie da hinschieben? Da hoch. Alter. Ja, da. Jetzt geh doch halt da drauf. So. So. Meine Fresse. So. Hier war nichts weiter. Richtig. Richtig. Müssen wir irgendwie da rüberkommen? Können wir da rüberkommen? Jawohl. Aha. Eins. So, da ist die dritte. So, noch eine zweite. Hier ist keine mehr. Hier ist nur die eine. Richtig. Richtig, offensichtlich. Die da habe ich angesprochen, ne? Ja. Müsste ich eigentlich, weil mit der bin ich ja vorbeigekommen. Ja. Mach jetzt noch was ganz Schlaues. Oh. 19. Wo ist die 20? Ja. Reden will ich mit ihr jetzt nicht. Mein Gott. Ja. Nee, jetzt. Oh. Irgendwo muss hier noch eine sein. Schau noch mal eben. Das war's. Das ist alles nicht so. Jetzt muss ich wieder hier drauf. So, jetzt da drauf. Ganz Banane. Wo ist der letzte Katzenviech? So. Ja, ach, ich bin so ein Intelligenzbolzen. Ich hänge jetzt schon 10 Minuten an diesem verkackten... Ja, also schon... Ja, nee.
Alles Misträtsel. So. So, jetzt bitte darüber springen jetzt. Vernünftig. Nein, nicht reden. Nicht reden sollst du. Katze, lass mich in Frieden. Nein. Geh weg. Komm mal hier hin. Ach. Ja, Himmel und Hölle. Ist hier noch was? Kennen uns. Ach. Jetzt lass mich bitte vernünftig darüber. Ich muss noch was nachchecken. Die hatten wir. Die hatten mal geguckt. Hier ist keine. Theoretisch müsste doch hier irgendwo noch eine sein, oder? Da ist nichts. Da ist auch nichts. Keine Katzen. Haben wir davon, wenn wir da weitergehen? Ja, sind wir durch. Irgendwo muss hier doch noch eine rumlaufen. Was ein Katzenjammer. Hahaha. Hier sind nur zwei, die und die. Eine muss hier noch sein, aber wo? Wo ist dieses Katzentier? Ich könnte irgendwas umschubsen, aber... Ey, eine Katze, komm, das kann doch nicht... Das ist doch ein Witz. Die hatten wir. Eine von euch vielleicht. Du. Geht mir aus den Augen, wenn ihr mir nicht helfen könnt. Du. Hatten wir schon. Ach. Hatten wir auch schon. Hier ist... Hatten wir. Dünnwar hatten wir auch. Ja, dann hört auf, mir nachzulaufen. Können die sich nicht einfach irgendwo sammeln? Wenn die gefunden wurden. Hier hinten vielleicht noch irgendwo ein Kätzchen, was ich verstecken will. Nein, natürlich nicht. Ja, da ist eine und dann ist draußen noch eine. Hatten wir... Ah, Gnaf. Jetzt fällt mir eigentlich nur noch der Hühnerboss ein, aber der ist ja keine Katze. Streunt hier nicht irgendwo noch ein Katzenviech rum? Alle Katzen. Ach! Spiel ist scheiße! Hatten wir auch. Ich habe ja immer noch die Vermutung, dass irgendwo eine aus der Mitte, die wir übersehen haben. Hatten wir. Ich hätte gern einen Tipp.
hier unten müsste doch eigentlich irgendwo noch eine sein. Ja, hilfreich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Du? Ah! Mein Gott! Alter! Hühnerboss, ich habe die Kackaufgabe gemacht. Mein Gott. Ja. Vier Schuss. Was? Vor dem Haus der alten Frau. Danke, vielen Dank. Ja, ja. Ja, ich habe euch alle sehr lieb, Kätzchen, aber jetzt gerade ist mal. Hurra! Yes! Und im nächsten Part machen wir dann mit den Herzteilen weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Tschüss!